Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist nach Ostern der erste Tag, an dem wir wieder auf die Märkte schauen. Heute der Blick in Euro, US-Dollar, Euro, Australdollar und kanadischer Dollar, japanischer Yen und selbstverständlich wie immer auch gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich hoffe, alle, die jetzt hier live zuschauen oder das Video später im Nachgang sehen, hatten ein schönes, entspanntes Osterfest trotz der historischen Umstände. Hoffe ich, dass jeder so ein bisschen die Zeit in den Rahmenmöglichkeiten für sich genießen konnte. Wir schauen jetzt rein in die nächsten Handelsideen, weil die Märkte schlafen nicht. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und an dieser Stelle auch ein Dankeschön für die lieben Grüße hier über die Kanäle auf Facebook und GoToWebinar. Das dazu, und damit schauen wir als erstes mal noch auf die Nachrichtenlage. Zuerst der Blick in die Tagesnachrichten, dann gefolgt von dem, was uns diese Woche noch erwarten wird. Wir sehen es hier, wir haben in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden haben wir Nachrichten aus China bekommen mit Blick auf die Handelsbilanz. Kein schlechtes Ergebnis, würde ich mal sagen. Die Handelsbilanz ist kräftig gewachsen hier im März im Vergleich zum Vormonat. Ein sehr, sehr starkes Ergebnis hier für die Handelsbilanz in China. 19,9 Milliarden beträgt die Bilanzsumme für den März. Davor waren es minus 7,9, die Zahl, die hier oben raufkam. Was gibt es heute noch? 14.30 Uhr kriegen wir aus den USA. Zwei Meldungen zum Thema Import- und Exportpreise. Und am ganz späten Abend dann das Thema API, Rohöllagerbestand. Wie schon gesagt, das Ganze wie immer als kleiner Vorgeschmack auf das, was morgen dann kommt, wenn wir die Rohöllagerbestände bekommen. Hier hatten wir ja jetzt auch ein paar Nachrichten seitens der OPEC. Es wird wohl eine Einigung geben oder es hat eine Einigung gegeben, dass es zu einer Förderkürzung kommen wird. Was es mit dem Ölpreis macht, gut, das wird sich dann zeigen, ob es den Ölpreis stabilisieren kann, ob er schon anfängt zu steigen oder erstmal weiterfällt. Das wird die Zeit zeigen. Das kommt nämlich immer darauf an, wie die Nachfrage nach dem Rohstoff ist. Und wenn die beispielsweise weiterfallen sollte, dann könnte es gut sein, dass die Förderkürzung, die wir jetzt haben, keinerlei Änderungen bringen. Das sehen wir bald in Zukunft. Schauen wir auf die Wochennachrichten. Hier an dieser Stelle ab morgen dann eine etwas größere Nachrichtenliste. Wir bekommen um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Wir bekommen einen Bericht zur Geldpolitik und den Zinsentscheid in Kanada. Wie schon gesagt, die Rohöldaten kommen und zu den Dingen in Kanada um die Notenbank zählt natürlich auch die Pressekonferenz der Bank of Canada. Donnerstag geht es hier bei uns in Deutschland weiter mit dem IFO-Geschäftsklimaindex. Wir bekommen aus den USA wichtige Daten rund um das Thema Bauen und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philly-Fed-Herstellungsindex. Und am Freitag bekommen wir aus China neue, frische Daten zum BIP im ersten Quartal des laufenden Jahres. Wir kriegen die Industrieproduktion für März und aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex hier im Laufe der Woche sozusagen, letzteres am Freitag. Und damit schalte ich rüber in die Charts. Wie schon gesagt, gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich sehe hier auch die Wünsche des guten Wochenstarts. Da freue ich mich auch sehr drüber. Übrigens, wir haben auch Nachfragen bekommen, wie es der Elena geht. Da ist alles in bester Ordnung. So, also wir schauen rein und starten hier. Zuerst, wir haben es schon auf der Uhr, mit dem Währungspaar kanadischer Dollar, japanischer Yen. Wir sehen hier mit Blick in den Tageschart weiterhin ein Hin- und Herschwingen. Aber was wir auch sehen ist, wir sehen hier weiterhin den Druck von oben nach unten laufen. Das heißt, wir sehen hier in diesem übergeordneten Bild zwei Faktoren, auf die es durchaus ankommt. Nummer eins, wir haben hier oben an diesem alten Bruchlevel, das alte Verkaufslevel, die 78,3. Die Marke ist weiterhin relevant und definitiv wichtig im Markt. Das zweite, was wir hier allerdings mittlerweile haben, ist die Situation,
dass wir hier von oben nach unten immer mehr Druck bekommen. Und unten ist momentan der Boden ungefähr hier im Bereich der 77. Also zumindest ist er dort unten einmal angetestet worden. Wir schauen uns das gleich auch in den kleineren Details an. Für die Facebook-Zuschauer natürlich auch mit großem Hintergrundbild. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist die Tatsache, dass wir immer früher Verkäufe reinbekommen. Das sehen wir anhand der von oben nach unten fallenden Märkte, beziehungsweise Hochs, die wir hier stehen haben. Und wenn sich dieser Druck nach unten entladen sollte, dann wird sich mit guter Wahrscheinlichkeit der Weg nach unten ebnen, hier Richtung Ausbruchslevel, beziehungsweise kleinem Zwischentief. Oder dann im weiteren Gang natürlich nach unten hin hier die Lows, die wir haben am Jahrestief um die 73,8 und zwischendrin die Marke von 74,9. Das schauen wir uns jetzt allerdings gleich mal an im kleineren Zeiteinheitenchart. Wir gucken hier mal kurz in die 4 Stunden rein. Und hier sehen wir prinzipiell halt auch, was hier an dieser Stelle passiert. Wir sehen es, wir haben hier ein tieferes Hoch gemacht und seitdem trendet der Markt hier auch leicht nach unten hin. Und wie schon gesagt, wir haben so einen hauchdünnen Bodenbereich gehabt hier in diesem Bereich drinnen. Schaut mal hier, dieser kleine Bereich. Und der ist jetzt mittlerweile unterschritten worden. Jetzt läuft der Markt hier hoch und diese Marke, dieser Boden wurde halt mehrfach getestet. Erstmals unterschritten. Das Low hatten wir dort um die Marke von 77 gehabt. Und an dieser Stelle, wie schon gesagt, sind immer zwei Dinge opportun. Das, was wir in Trendrichtung haben, sind meistens die Signale, die nachhaltiger laufen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchbrechen, diesen kleinen Supportbereich hier an dieser Stelle, ich mache den auch gleich mal noch grün, wenn der nach unten wegfällt, dann ist es halt einfach so, der Weg nach unten ist dann frei und wir können uns schön zur Unterseite hin orientieren und die Marker, die dann an dieser Stelle interessant werden, das sind dann halt wirklich diese Faktoren hier. Schaut mal, dieser Bereich, wo diese blaue Linie drin liegt, ist weiterhin der gültige letzte Schwungbereich, als diese Abwärtsdynamik hier rausgenommen worden ist. Ja, wir haben es ja gesehen, wir hatten hier zwischendrin einen kleinen Aufwärtstrend innerhalb dieser größeren Range gebildet, hier schön einen Aufwärtstrend rausgenommen nach unten und die haben wir halt unten untergeordnet den Trend, einen Schubtrend nach unten gehabt und dieser hatte halt das Zwischenhoch hier oben um die 76,7 und hier sind wir halt drüber gelaufen mit dem, was hochgekommen ist und das ist jetzt halt die Gegenbewegung, die hat aber gedreht vor dem alten Hoch und jetzt geht es halt innerhalb diesen Dreiecks hier nach unten und wie schon gesagt, wenn das Ganze in Richtung des Tagescharts aufgelöst wird, dann muss man wirklich diesen Bereich hier unten mit im Blick haben, also hier diese Marke um die 77,267 77,25 bricht's weg, haben wir hier die Tendenz nach unten laufend und im Kleinen haben wir ja schon den Abwärtstrend da, wenn wir hier mal ganz kurz in die Stunde schauen wollen, das skizziere ich es mal ein, da sieht man es ein bisschen besser, schaut mal ganz grob gesehen, haben wir hier den ersten Anlauf nach unten gehabt, danach gab es die Gegenbewegung und als drittes dann den Schub nach unten und damit ist das Ganze erstmal schon von der reinen technischen Seite her tatsächlich auch ein Abwärtstrend, der hier vorhanden ist. Schaut, hier sind wir dann drunter gelaufen. Der Trend wurde entsprechend gebildet. Und wie schon gesagt, wir haben jetzt hier die Gegenbewegung. Und wenn wir hier im ganz, ganz Kleinen, für diejenigen, die sich die Kleinstzeiteinheiten anschauen, wenn wir dann hier einen Abwärtstrend machen, das skizziere ich auch nochmal ein mit einem dünneren Rot, dann haben wir hier das nächste Signal eher für die Short-Seite als für die Long-Seite. Und das ist halt das Interessante hier in diesem Bild, wenn wir das tatsächlich bekommen, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir hier in Richtung des Jahrestiefs wieder nach unten hin abtauchen, je nachdem, wie das Ganze dann läuft. Und nach unten haben wir halt ein paar Orientierungspunkte liegen. Wie schon gesagt, das ist einmal hier die Marke um die 77, dann hier das Ausbruchslevel, als wir hier über diesen wichtigen Bereich drüber gelaufen sind. Also hier, das kann man auch noch ein bisschen breiter spannen, dieses Band. Da sehen wir ja die Spikes auch oben drüber. Also diese Marke hier, die ist schon sehr, sehr wichtig. Hier die 76,7, hier die 76,6, also hier in diesem Bereich. Das ist ein wichtiger, markanter Bereich, der ist durchaus relevant auf der Unterseite. Ja, und dann können wir uns sehr, sehr gerne auch an den untergeordneten Swinglows orientieren. Und die haben wir hier auch in diesem Bereich mit drinnen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, da haben wir eins liegen um die 76 hier unten drunter. Hier haben wir noch ein kleines hier in diesem Bereich. Entschuldigung, um die 75,8, also da ist Potenzial zur Unterseite da, das durchaus Bewegung nach unten weiter befeuern kann. Tut uns der Markt allerdings nicht,
den Gefallen, die Abwärtsrichtung zu bestätigen, sondern geht's wieder weiter nach oben, dann wissen wir, an dieser Stelle sind wir erst einmal oben hin gedeckelt an diesem alten Widerstandsbereich um die 78,3 und erst dann, wenn der Markt dort drüber rüber schiebt sozusagen, können wir uns weiter auf der Oberseite orientieren. Indikatoren dafür wird es auch geben und zwar dann, wenn wir hier über diese Trendlinie drüber laufen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich diesen Schub nach unten komplett vergessen lassen und der Markt über diese Abwärtstrendlinie hier oben drüber läuft, das ist ein erstes Indiz dafür, dass wir möglicherweise doch den Weg nach oben einschlagen wollen. Auch das für die Kleinhändler wieder interessant, wenn wir das dann in den 5 Minuten auch sehen und wir uns sozusagen über dieser Linie dort befinden und dort etablieren, hier an dieser Stelle, ich versuche das mal hier rein zu skizzieren, naja, so gut klappt das hier nicht. Wartet mal, machen wir das mal so. Hier an dieser Stelle, also wenn wir hier über dieses kleine Band drüber laufen sollten, wir haben es ja schon mal probiert, und dann oben drüber den Aufwärtstrend fortsetzen, dann haben wir Chancen, hier oben drüber zu laufen und uns dann, wie schon gesagt, mit Blick auf die untergeordneten Zeiteinheiten hier in diesem Widerstandsbereich um die 78,3 vorzuarbeiten, mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten im Währungspaar Kan-Dollar, japanischer Yen. Und dann, wie schon gesagt, die Korrektur auszuweiten. Ansonsten, wenn wir die Shortseite weiter befeuern, wir sehen es, wo wir das Potenzial haben. Da ist ordentlich Potenzial zur Unterseite da, das durchaus für den ein oder anderen Trade genutzt werden kann. Bitte eins aber im Hinterkopf behalten, die Zahlen hier von der Bank of Canada, die wir diese Woche bekommen. Ich habe es ja schon avisiert. Wir machen weiter. Wir bleiben bei den Währungen und zwar wir gehen zum Euro-Austral-Dollar hier an dieser Stelle. Ja, schon auch des Öfteren mal besprochen in diesem Abwärtsschub und mittlerweile ist genau das passiert, was wir schon avisiert hatten hier. Wir haben diesen wichtigen Bereich, diesen letzten Ausbruchsbereich um die 1,71 angetestet und sind drunter gelaufen. Heißt also, diese alte Kaufzone wurde vom Markt komplett negiert. Der Abgabedruck geht an dieser Stelle weiter. Wir haben eine weite laufende Bewegung entsprechend auch gehabt. Und jetzt stellt sich hier an dieser Stelle die Frage, erstens, geht es einfach so nach unten weiter? Wenn ja, wo haben wir Anlaufpunkte? Zweitens, wenn es Zeit wird für einen Rebound, so wie wir das ähnlicherweise jetzt schon sehen, dass der Markt so ein bisschen rumdreht, wo können wir uns denn auf der Oberseite hinlegen für mögliche Ziele für eine Bewegungs-, entsprechend für eine Gegenbewegung zu dem, was wir hier jetzt schon hatten. Und das lässt sich auch hier aus dem Chart relativ gut erkennen. Deswegen habe ich jetzt mal den Tageschart auch reingelegt. Wie schon gesagt, dieser Bereich, den wir hier oben hatten, der ist jetzt rausgenommen. Also das ist jetzt kein Kaufbereich mehr, sondern dort hat einfach nichts gewartet, was den Markt nach oben gezogen hat. Der nächste Marker hier, der wichtig wäre, das wäre dieser Bereich hier unten, dieser Ausbruchsbereich an dieser Stelle, der ist jetzt natürlich interessant für die Unterseite. Schaut, da haben wir auch so ein kleines Support-Level drin liegen aus dem Schub, der hier nach oben rausgekommen ist. Also diese Marke hier ist sehr, sehr wichtig. Das ist das Ausbruchslevel um den Bereich von ungefähr 1,76,6, 1,76,7 hier, dieser Schwungbereich. Der ist halt da und der sollte gewissermaßen auch als Anlaufpunkt zur Unterseite mit dienen können. Das heißt, sollten wir hier um das Tagestief von heute wieder drunter laufen, wäre das mal der nächste planmäßige Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Kommt es allerdings zu einem Rückschnapper und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle zu sehen. Wartet mal ganz kurz, ich nehme mal hier diese Zielmarker entsprechend auch mit raus. Das schauen wir uns mal hier im kleineren Chart auch an. Sollten wir tatsächlich einen Rebound bekommen, dann sehen wir die Anzeichen dafür schon relativ früh. Wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, hier unten, schaut mal, diesen Abwärtstrend, den wir jetzt hier haben, sollte es hier tatsächlich einen Rebound geben, wäre mal die Marke hier oben um die 1,72,7 der erste Anlaufpunkt. Also hier, bitte auch hier nicht so direkt festnageln an dieser Stelle, sondern hier, das ist auch so eine Art Schwungbereich hier oben drinnen. Wir haben es drin liegen. Um die 1,72,7 bis 1,73 wäre das erste Anlauflevel hier zur Oberseite hin. Ich mache die Marken mal ganz kurz hier in Rot, weil die Oberseite, das ist natürlich all das, was aus dem Abwärtstrend herauskommt und das dann wichtig ist. Was wir dazu allerdings sehen sollten, dass wir wirklich auch umdrehen, ist,
dass das, was hier nach unten rausgenommen wurde oder runtergelaufen ist, dass das vom Markt rausgenommen wird. Wie schon gesagt, das ist ein erster Anzeichen für einen kleinen Rebound. Hier kam der erste Schwung nach unten, dann hier hat sich dann trendig ausgearbeitet, auch die letzte Bewegung von oben nach unten hin. Und hier sehen wir es, wenn wir unter dieses oder beziehungsweise über dieses kleine Zwischenhoch hier drüber laufen, das wäre dann korrektive Phase. Das gucken wir uns mal kurz in den 5 Minuten an, weil da sehen wir es an dieser Stelle schon schön am Laufen. Hier das, der letzte Schub nach unten in der Stunde. Im etwas weiteren Zeitrahmen sehen wir es, wie es hier runter lief. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und hier oben haben wir sozusagen das entsprechende Korrekturhoch am Liegen. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir hier oben über diesen Bereich drüber laufen, über die 1,71, dann haben wir Chancen, hier aus einer kleinen Bodenbildung nach oben rauf zu laufen. Und wie ich schon gesagt, Anlaufpunkte zur Oberseite sind entsprechend auch da. Hier schaut euch das mal an, da brauchen wir uns nur die kleinen Swing Highs hier in dem mit Bezug auf die Stunde auch rauszusuchen. Und dann haben wir hier ein paar Marker schon mit da, um die 1,72, 2,5, 1,71, 5,8 in etwa die Oberseite, wenn wir hier den Trend auch rausnehmen. Und da sehen wir, wenn wir in die Stunde reinblicken, halt, dass diese Marke hier überschritten wurde und wir uns hier auf der Oberseite so ein bisschen orientieren können. Und das sind wirklich gute, wichtige Marker, die wir hier auf der Rebound-Seite sehen, wo wir anschauen können, wenn es nach oben geht, wohin denn dann. Wenn das Ganze natürlich deutlich weiter ausgedehnt wird, dann können wir uns nicht nur hier an diesen kleinen Markern festhalten, sondern dann können wir auch schauen, wenn es wirklich in die größere Korrektur reinläuft. Wo sind denn hier in der letzten Bewegung der Stunde wichtige Marker da? Und diese wichtigen Marker, die wir da an dieser Stelle sehen, die haben wir halt auch an wichtigen Schwungbereichen. Das heißt, das wäre dann hier an diesen Stellen der Fall, wo wir hier oben reingelaufen sind, an die Korrekturbereiche. Ich habe es jetzt nochmal in Rot ganz grob markiert und da hätten wir dann in der weiteren Ausdehnung sozusagen knapp die 1,75 hier an dieser Stelle, hier oben die 1,77,4 beziehungsweise hier diesen alten Verkaufsbereich um die 1,89 auf der Oberseite liegen, sollte es zu einer deutlichen Ausdehnung der letzten, also der deutlichen Ausdehnung einer Korrektur der letzten Bewegung entsprechend kommen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Unterseite ist weiterhin aktiv. Nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite, wenn es jetzt schon einfach so wieder schwach werden sollte, ist dann mal definitiv hier unten dieser kleine Zwischenschub nach unten um die 1,76, knapp 7. Wie schon gesagt, hier ist auch der alte Ausbruchsbereich. Das ist eine wichtige, sichtbare Marke, die wir hier an dieser Stelle auch mit sehen. Und damit schauen wir zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Da ist ja momentan ein bisschen Gegenbewegung zu dem letzten Abwärtsschub im Gange. Wir hatten darüber gesprochen, dass das etwas ist, was das Währungspaar gerne mal macht. Neue Tiefs anschieben oder beziehungsweise sich in Richtung der Tiefs bewegen und dann erstmal eine Gegenbewegung starten. Hier haben wir es gehabt. Ich schell's mal kurz noch ein bisschen mit in den Fokus rein. Hier die Linien muss ich aber mal kurz rausnehmen. Die brauchen wir hier nicht. Also was wir hier an dieser Stelle sozusagen jetzt wichtigerweise sehen, sind hier ein paar Marker, die wir haben. Und hier schaut euch doch mal an, was hier gekommen ist. Der Markt hat sozusagen wieder nach unten schön rumgedreht hier und ist dann hier aus dem Zwischentief in die Korrektur gelaufen. Wenn wir mal schauen, wo die Korrektur oben angehalten hat, dann haben wir wieder mal einen altbekannten Bereich drinnen liegen. Wartet mal, ich mache mal kurz den Abwärtsschub hier noch weiter mit rein, hier an dieser Stelle. Dann haben wir wieder mal einen sehr, sehr wichtigen und interessanten Bereich hier liegen, nämlich diesen von mir hier schon rot markierten Bereich. Wir gucken uns das gleich in der untergeordneten Zeiteinheit ran, beziehungsweise an, warum wir uns diesen Bereich auch anschauen, ist ganz klar. Wir sind hier oben über die Marke von 1,0950 drüber gelaufen und haben dann erstmal mit einer Gegenbewegung reagiert. Und jetzt wird es halt sehr, sehr spannend, was der Markt weitermacht. Läuft es oben drüber, wäre das Korrekturausdehnung, dann haben wir mal locker auch Platz hier oben rein, hier bis in das kleine Zwischenhoch hier oben ran. Wir gucken uns das gleich in der kleineren Zeiteinheit an. Das wäre eine schöne Korrekturausdehnung, aber wenn der Markt schwach wird, so wie wir das hier gesehen haben und die Schwäche sich fortsetzt unter dieses Tief, dann setzt sich der kleine Abwärtstrend der Stunde fort und das wäre genau das Zeichen, dass der Markt wieder die Tiefe avisiert und dann haben wir relativ schnell die unteren Anlaufpunkte. Und wir schauen uns das Ganze hier mal im Trendverlauf mit an dieser Stelle und da sehen wir, was ich damit meine. Heißt also, wir haben hier
an dieser Stelle den Bewegungstrend nach unten gehabt und dann haben wir hier den Korrekturtrend. Und der Korrekturtrend, der hat halt hier unten in diesem Bereich, wartet, ich zeige euch das mal ganz kurz, der hatte hier sein letztes Korrekturtief gehabt, hier an dieser Stelle. Das war der Bereich, das war der Support. Und durch diesen Support sind wir jetzt nach unten durchgefallen. Wir sind wieder oben in diesen Schwungbereich reingelaufen, wo wir hier drüben schon mehrfach gedreht sind. Erst war es hier die Unterstützung, dann ist es der Widerstand gewesen. Jetzt scheint es wieder ein Widerstand zu sein. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle. Sollten wir tatsächlich wieder die Schwäche reinkriegen, dann wird das so aussehen, wie ich das jetzt mal skizziere hier. Nach unten, das war der erste Schub, das erste Anzeichen sozusagen, dass es hier eine weitere Bewegung nach unten geben kann, dass die vor uns steht. Damit ist dieser korrektive Trend nach oben rausgenommen worden. Dann haben wir jetzt gesehen die Gegenbewegung in diesem Widerstandsbereich hier oben rein. Und jetzt wird es interessant und das ist der Marker, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt von oben rauskommen und hier unten diesen Abwärtstrend bestätigen bzw. bilden, dann haben wir einen Trend in der Stunde, der nach unten gerichtet ist und in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends auf Tagesbasis läuft. Das wäre das Umkehrsignal. Und dann haben wir die Chance, offen in die tieferen Bereiche reinzulaufen. Und das sind halt wirklich hier unten die Marker. Das skizziere ich gerne auch nochmal an. Hier schaut es euch an, dieser Bereich um die Tiefs, um die 1084, 1085 in diesem Bereich, also hier in diesem Schwungbereich. Die Marker sind dann da. Als nächstes hier dieses Schwunglevel um die 1078 hier. Das wäre dieser Bereich. Ich ziehe mal die grüne Linie mit nach unten, kurzen Augenblick. Das heißt, dieses hier unten rein, das ist der nächste Anlaufpunkt hier aus charttechnischer Sicht. Und dann sind wir halt schon an den Jahrestiefs oder in Richtung der Jahrestiefs auch weiter unterwegs. Das wäre hier das Zwischentief gewesen. Und wenn sich das dann nach unten weiter fortsetzt, sind wir auf dem Weg in die Stundentiefs. Wie schon gesagt, die Stunde gibt hier momentan die Richtung vor. Und sobald wir tatsächlich hier unten drunter gelaufen sind, unter dieses Low, was wir hier liegen haben, dann haben wir den Stundentrend bestätigt, der abwärts läuft. Und damit können wir uns dahin begeben, dass wir sehr, sehr schön hier, wenn wir uns das Ganze mal im etwas größeren Bild anschauen, erst einmal Richtung 1078 runterlaufen können. Und wenn das rausgenommen wird hier unten, dann haben wir die Fortsetzung im größeren Stile und dann ist es gut wahrscheinlich, dass wir hier in Richtung der Jahrestiefs nach unten hin mitlaufen. Und Entscheidungsträger ist die Stunde und das sehen wir möglicherweise in Kürze. Die Oberseite möchte ich an dieser Stelle natürlich auch noch der Vollständigkeit halber beleuchten. Sollte es zu Kursen über diesem Widerstandslevel hier oben kommen, also hier deutlich über 1095, dann ist der Weg nach oben hin da und was wir dort sehen, ist auch relativ gut ersichtlich hier an dieser Stelle. Hier hätten wir dann den nächsten Schwungbereich um die Marke von 1,10 knapp 4. Der Weg nach oben an dieser Stelle dann offen. Aber dazu müssen wir erst einmal das Widerstandslevel hier oben rausnehmen und weil es nicht unmöglich ist, habe ich das mit auf die Uhr getan, weil die aktiven Trader können sowas natürlich nutzen. Wenn dann hier bei so einem Bruch eines wichtigen Widerstands plötzlich Kaufdruck aufkommt, das kann für deutlich Momentum sorgen. Das haben wir ja auch gerade im Währungspaar Euro-US-Dollar oft genug gesehen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal noch auf der Frageseite an. Wir haben tatsächlich heute mal eine Frage zum Euro-Stoxx 50. Klasse, ich liebe das wirklich. Viele Leute schauen immer nur auf den DAX, aber Leute, schaut gerne auch mal auf den Euro-Stoxx 50. Der bewegt sich auch schön und man kann das Ganze für diverse Strategien nutzen. Zum Ersten ist der Euro-Stoxx 50 natürlich deutlich kleiner als der DAX. Das heißt, wer skalieren möchte, der kann das mit dem Euro-Stoxx 50 sehr schön machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man das Ganze halt auch dazu nutzen, um Hedging-Strategien zu erarbeiten, weil der DAX und der Euro-Stoxx 50 oft auch in einen sehr, sehr starken Gleichlauf haben. Da gibt es sehr, sehr viel. Und aus dem Grund freue ich mich, dass wir hier mal raufschauen. Ich mache ihn mal kurz auf, den Euro-Stoxx 50, kurzen Augenblick. Jetzt muss ich erstmal suchen. Hier, da ist er. Stoxx 50, das Kürzel hier an dieser Stelle. So, da haben wir
Das Teil, ja, schaut's euch an, schön im Aufwärtstrend befindlich mittlerweile wieder. Jetzt aber bitte nicht sagen, Aufwärtstrend, was ist denn hier los? Doch, wir haben einen Aufwärtstrend. Schaut's euch an hier an dieser Stelle relativ flott zu sehen. Wir hatten hier die Gegenbewegung nach oben, dann hatten wir hier die Korrektur nach unten und jetzt sind wir sozusagen verortet in dem Aufwärtstrend und dieser Trend hat deutlich Potenzial nach oben hin. Das möchte ich mal kurz skizzieren. Hier an dieser Stelle hat sich der Aufwärtstrend sozusagen gebildet, als wir drüber gelaufen sind. Jetzt ist natürlich hier die Frage, hat dieser Trend denn Nachhaltigkeit und läuft ja jetzt einfach durch nach oben oder ist es einfach nur ein Trend, der sich in einem Bärenmarkt entwickelt hat, der aufwärts gerichtet ist und die korrektive Phase macht? Und da muss ich wirklich sagen, aus rein, sage ich mal, technischer Sicht auf das große Gesamtbild, wenn wir hier mal auf die Woche gehen, ist das nach diesem starken Schub nach unten einfach nur der untergeordnete Korrekturtrend. Und der hat jetzt halt eine wichtige Marke in Angriff genommen. Das heißt, wenn wir uns mal diesen Bereich anschauen, das war ja hier drüben, dieser Bereich, das ist ja die knapp 2900 Punkte-Marke hier an dieser Stelle im Eurostoxx 50, das war ja hier der letzte Verkaufsbereich. Jetzt, wenn wir hier drüber gehen, wird er wieder zu einem Supportbereich. Aber das ist jetzt erst einmal die erste starke Gegenbewegung. Und das trendet natürlich. Und wenn wir uns diesen Bereich hier an dieser Stelle mal anschauen, dann kann man natürlich schon die nächsten Anlaufmarker nach oben suchen. Und das haben wir hier oben dann auch in diesem Bereich. Ich mache es mal ganz kurz in der Farbe, in der es sich gehört, nämlich als Widerstand drin liegen. Diese Marke an sich, die ist jetzt als nächstes auf der Oberseite entscheidend. Das heißt, es ist durchaus ohne Probleme möglich, dass wir den Schub nach oben sehen bis in diesen Bereich hinein. Und damit hat natürlich dieser frisch gebildete Aufwärtstrend viel, viel Potenzial zur Oberseite hin. Wenn wir uns das mal anschauen, der Marktbereich hier, das ist hier oben ganz grob die Marke von 3200 Zählern hier. Und dann haben wir ja noch diesen Gap. Hier, schaut euch mal an, da gab es ja diesen starken Schlag nach unten. Hier war sozusagen der Eröffnungskurs um ganz knapp über den Daumen die Marke von 3100 Zählern. Und das sind Marker, die wir auf der Oberseite ohne weiteres an potenziellen Anlaufpunkten haben. Und wenn wir uns das Ganze auf Stundenbasis mal anschauen, dann haben wir hier schon ohne weiteres auch die Chance, diesen Bereich, wenn wir den mal ausmessen, hier nach unten hin und einfach oben ranlegen. Dann sehen wir mal, dass dieser Rücklauf hier durchaus das gespiegelte Potenzial hat, über die 3100 in Richtung 3200 zu laufen. Das Potenzial ist da. Warum soll es der Markt nicht rausholen? Das heißt, an dieser Stelle ist der Markt jetzt schon wieder etwas bullischer gestimmt. Die ganzen Dinge, die wir hier gerade von Seiten der, sag ich mal, der Krise, der Corona-Krise hören, die deuten momentan auf, naja, ich will es nicht Normalisierung nennen, aber ich sag mal auf eine Chance, dass die Wirtschaft langsam wieder Stück für Stück in Tritt kommen kann. Ja, wir hören es ja mittlerweile rund um den Globus. Dort, wo es Besserungsmöglichkeiten gibt, dort wird auch die, sag ich mal, werden auch bestimmte Beschränkungen schon wieder gelockert. Wir sehen es in China, ob man den Zahlen jetzt nun glauben will oder nicht, die sind halt, wie sie sind, und die Märkte reagieren halt auch auf solche Zahlen. Da geht die Luft nach oben momentan leichter, sag ich mal, mitzunehmen. Und das ist das, was wir hier aktuell auch sehen, dass wir hier möglicherweise die Chance haben, nach oben drüber zu laufen und das Ganze hier ein Stück weit nach oben mitzunehmen. Holger, passt die Analyse soweit oder willst du hier noch in die kleineren Zeiteinheiten? Gib mir einfach mal kurz eine Info, dann kann ich das Ganze noch mit anblicken. Und in der Zwischenzeit klicke ich nochmal flott in den DAX rein. Hier an dieser Stelle, Moment, den DAX, den haben wir hier drüben, da ist er, den brauchen wir jetzt aber nicht in den 5 Minuten, weil in den 5 Minuten sehen wir schon, sind wir hier unten drunter unter einem wichtigen Bereich gelaufen, also hier die letzte Bewegungsdynamik wurde herausgenommen, sondern wir können hier an dieser Stelle einfach mal in den Tageschart schauen und da sehen wir hier, wenn ich es mal näher ranzoome, ein ähnliches Bild wie das, was wir im Eurostoxx 50 gesehen haben. Also wir haben jetzt hier definitiv, wartet, ich mache den Chart mal kurz sauber. Hier sind jetzt so viele Linien drin. Die kommen aus den kleinen Zeiteinheiten kommen diese ganzen Linien. Die verwirren uns hier an dieser Stelle einfach nur immer so ein bisschen. Also das, was wir hier haben, ist jetzt im größeren Bild auch wieder ein Aufwärtstrend. Ich hatte den ja hier schon mal angefangen zu skizzieren, als sich hier unten untergeordnet das Ganze gebildet hat. Und das haben wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich immer wieder schön zu sehen. Hier die Fortsetzung des Ganzen. Das heißt, auch hier gab es die Korrektur und jetzt hier
im DAX mit Blick nach oben hin den Schub nach oben weiter. Und wenn wir es auch hier sehen, wo die Potenziale liegen an dieser Stelle, das wären hier der alte Gap-Bereich an dieser Stelle. Da mache ich mal ganz kurz die Bezeichnung noch an. Also hier knapp die Marke von 11.000 Zählern, beziehungsweise natürlich auf der Oberseite hier oben dieser alte Verkaufsbereich um die Marke von 11.6. Das Potenzial bis dort oben hin ist durchaus vorhanden, dass der Markt dort hochlaufen kann. Wohlgemerkt, wir sind mit der Corona-Sache noch längst nicht fertig. Die Frage ist halt einfach nur, passiert jetzt das, was in der Vergangenheit schon immer wieder passiert ist, dass wir bei solchen starken wirtschaftlichen Schlägen eine sogenannte W-förmige Korrektur bekommen oder auch eine U-förmige, nein, eine U-förmige nicht, jetzt kann es nur noch ein W werden, oder ob es einfach V-förmig nach oben geht, weil das die Masse an Geld, die jetzt wieder in die Märkte gepumpt worden ist, den Weg nach oben einfach frei ebnet. Und wir sehen hier auf der größeren Zeitebene einfach nur ein V. Auf Tagesbasis geht das V jetzt natürlich nicht, weil wir dort entsprechend schon einen Trend haben, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt durchweg einfach wieder hoch oder sehen wir nochmal Test tieferer Regionen und dann klassisch, wie es früher gewesen ist, ein W. Das ja, lässt sich halt schwer sagen. Das werden wir erst wissen, wenn es wirklich vorbei ist. Aber was wir hier momentan sehen, ist ein Trend, der ist auf Tagesbasis da. Und was wir hier im Kopf behalten müssen, auf alle Fälle, ist, dass dieser vorhergehende Schub nach unten, der ist ja auch getrendet. Und was wir hier in diesem Bereich halt sehen, ist, hier oben um die Marke von 12.000 knapp 300 Zählern ist erst das Korrekturhoch. Und solange wie wir das nicht überwunden haben, ja, ist dieser Trend halt noch intakt. Und wir sehen jetzt hier halt einfach nur einen Gegentrend, weil die Differenz von oben nach unten halt so massiv groß gewesen ist. Dieser Schub, der war so stark gewesen. Und aus diesem Grund sehen wir jetzt hier, wie häufig auch in der Währung, einfach einen Gegentrend, der innerhalb dieser Bewegungsspanne der vorherigen Abwärtsbewegung gelegen ist. So, das dazu. Und dann sage ich mal, jo, machen wir. Und ja, dann schauen wir, was das diese Woche alles so wird. Ich freue mich drauf. Danke für die Zeit am heutigen Morgen. Morgen geht es dann wieder ganz klassisch los. 8:30 Uhr natürlich wie immer der Video, nein, die Sendung hier via Webtransfer, Blogeintrag dann vorher mit den Handelsideen natürlich auch vorher auch noch ausgeschrieben. Das Ganze, wie schon gesagt, morgen dann wieder im Standard. Danke für die Zeit heute. Allen gute Trades und bis morgen dann. Ich freue mich drauf und bleib gesund. Tschüss.